Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Kerbal Space Program Karrieremodus Tutorial. Diesmal wollen wir zwei Schiffe im Kerbin Orbit miteinander docken. Das ist der letzte wichtige Skill, der uns noch fehlt, um die Besiedelung des Weltraums von Kerbin aus richtig voranzutreiben. Und ich möchte das Nützliche mit dem Nützlichen verbinden. Ich möchte das Docking mit unserem Rettungsschiff ausführen und bei der Gelegenheit gleich noch mehr Kerbals in unser Weltraumprogramm holen. Bevor wir das machen, gehe ich einmal in die Tracking Station und nehme mir die Kapseln vor, die wir bereits gerettet haben. Lagerald. Wir können auch immer checken. Hier unten ist so ein Button, der zeigt uns die Kerbals an, die da drin sind. Da ist nichts mehr. Also können wir hier gefahrlos auf Terminate gehen. Und Ripski, die haben wir ja schon gerettet. Auch da kurzer Check. Ja, ist auch leer. Terminate. Fertig. Weil ich hoffe, dass wir dadurch neue Rettungsmissionen im Low-Carbon-Orbit kriegen. Und wenn wir mit zwei Rettungsschiffen starten, dann haben wir ja insgesamt Platz für vier Kerbals. Also ich hoffe also, dass wir zwei Rettungsmissionen hintereinander jeweils zwei Kerbals holen können und diese beiden Schiffe auch noch miteinander docken können. So haben wir dann alles auf einmal erledigt. Die Aufträge haben wir ja schon angenommen. Für das Docking gab es den offiziellen Auftrag und außerdem haben wir noch die Rettungsmission aktiv für Damon und Elming im Low Carbon Orbit und deswegen brauchen wir hier nichts weiter zu tun. Außer wir haben jetzt schon Aufträge. Nein. Okay. Was brauchen wir zum Docking? Da gehen wir einmal in Research and Development und schalten uns diese Flight Control Knoten hier frei. Einmal den einfachen, weil wir den brauchen, um diesen hier freizuschalten. Um den geht es uns. Hier gibt es nämlich Manöverdüsen, RCS Thrusters, ja, oder Thruster Blocks. Ihr seht, die können in alle Richtungen Schub geben und damit ist es uns möglich, das Schiff im Weltraum zu bewegen im Rahmen von sogenannten Translations. Also damit können wir unsere Lage verändern im Raum und zwar in alle Richtungen, ohne das Haupttriebwerk zu benutzen. Das ist das eigentliche Ziel. Die Dinger brauchen wir, deswegen müssen wir diesen Knoten hier freischalten. Dazu schalten wir erst Flight Control und dann Advanced Flight Control frei. Und damit haben wir schon alles, was wir brauchen. Und sehen uns im VAB. Wie gesagt, ich möchte das mit unserem Rettungsschiff tun. Das müssen wir aber jetzt ein kleines bisschen modifizieren. Ich lade deswegen die Rescue Rocket 1. Damit sind wir ja bereits erfolgreich geflogen. Und jetzt gucken wir uns an, was wir daran ändern müssen, um damit auch docken zu können. Das Wichtigste, was wir zum Docken brauchen, ist ein Docking Port. Den möchte ich gerne hier oben hinbauen. Das heißt, wir nehmen den vorderen Fallschirm ab, schauen einmal in die Kategorie Coupling. Da finden wir den Docking Port. Und das ist dieser Docking Port Junior, der kleinste Durchmesser von einem Docking Port. Und den setzen wir jetzt hier oben drauf, wo der Fallschirm war. Wir haben genug Kraft in den Fallschirm, um sicher zu Boden zu kommen. Wir haben ja noch diese beiden Fallschirme hier drauf. Und wir haben gesehen beim Abstieg mit dem Rettungsschiff, dass wir da sehr langsam werden, wenn wir mit allen drei Fallschirmen landen. Und zwei reicht auf jeden Fall auch aus, um uns sicher und sanft zu Boden zu bringen. Ich würde aber auch hier einmal das Move-Tool benutzen mit der Taste 2. Und würde auf der lokalen Symmetrie die beiden Fallschirme einmal hier etwas reinziehen in die Kapsel, damit sie einfach ein bisschen aerodynamischer sind. Die sitzen auch ein bisschen schräg drauf. Da kann ich jetzt mit dem Rotate Tool 3 auch noch ein kleines bisschen den Winkel korrigieren. So, jetzt sitzen die hier wunderbar dran. Das sollte genügen. Unser Schiff ist soweit ja funktionsfähig, um Kerbals aus dem All zu retten. Ich nehme jetzt einmal die gesamte Launcher Stage ab, weil ich euch zeigen möchte, wie wir jetzt unsere Manöverdüsen positionieren sollten.
Wir brauchen dafür eine Information, wo unser Center of Mass liegt. Und das können wir aktivieren mit diesem Knopf hier unten. Hier gibt es einen Center of Mass Overlay und dann erscheint dieser Ball, der uns anzeigt, wo ist eigentlich der Schwerpunkt von unserem Schiff. Beim Manövrieren im Weltraum ist es wichtig, dass der Schub gleichmäßig wirkt in die Richtung, in die wir ziehen. Und das tut er umso besser, je näher oder ausgeglichener wir Schub geben im Verhältnis zum Schwerpunkt. Das heißt, wir sollten versuchen, entweder unsere Manöverdüsen auf dem Schwerpunkt zu platzieren oder wenn wir mehrere Manöverdüsen platzieren, dann im gleichen Abstand zum Center of Mass. Und das ist das, was wir, denke ich, tun sollten. Dann gelingt uns eine bessere Transition. Ne? Hier sind wir einfach ein bisschen beschränkt durch die Fenster, die möchte ich nicht verbauen. Und vor allen Dingen der Tank hier hinten, der wird ja leer. Und deswegen verschiebt sich unser Center of Mass ein kleines bisschen nach vorne, je weiter dieser Tank hier leer wird. Und um da nicht das Risiko einzugehen, dass wir nachher ungleichmäßig Schub geben, würde ich einfach sagen, wir bauen hier vorne und hier hinten Manöverdüsen an. Die finden wir jetzt hier unter Command and Control. Und hier gibt es jetzt zwei. Seit 1.11 gibt es nicht nur diesen RV-105 Thruster-Block, der ist ziemlich groß und klobig. Den musste man früher immer benutzen, sondern es gibt jetzt auch diesen RV-1X Variable Thruster-Block. Warum ist der Variable? Weil man hier schlussendlich noch Varianten hat, die man wählen kann, um bestimmte Manöverdüsen an- oder abzuwählen und gar nicht erst anzumontieren. Wir brauchen den Snap-Modus. Mit der Taste C aktivieren wir den und ich brauche diese Dinger in vierfacher Symmetrie, damit ich nachher wirklich in alle Richtungen Schub geben kann. Ich baue die jetzt hier 45 Grad seitlich an die Kapsel dran, ne, wenn man von oben guckt, dass die hier wirklich genau achsensymmetrisch in den 45-Grad-Achsen liegen. Jetzt nehme ich die und versuche, wie gesagt, mache nochmal Alt-Links-Klick für den zweiten Satz und versuche, wie gesagt, die im gleichen Abstand vom Center of Mass hier unten zu platzieren. Ich gehe also hier auch so weit wie möglich nach hinten und platziere die. Und jetzt haben wir, denke ich, eine ganz gute Konfiguration, um nachher unsere Translations zu machen. Diese RCS-Thruster-Düsen werden mit Monopropellant betrieben und das ist jetzt der Moment, wo unser Monopropellant-Tank hier in der Kapsel zum Einsatz kommt. Den machen wir jetzt einmal voll. An sich reichen uns diese 10 Einheiten, vor allen Dingen mir, weil ich natürlich ein geübter Docker bin. Ich würde aber das Schiff jetzt trotzdem so bauen, dass wir ein bisschen mehr Monopropellant dabei haben für den Fall. Wenn ihr das selber macht und ihr macht das zum ersten Mal, dann kann es schon mal sein, dass man deutlich mehr Monopropellant verbraucht, weil man einfach mehr Versuche zum Docking braucht. Und deswegen nehmen wir hier auch eine Reserve mit. Fallschirm lassen wir aber natürlich wie immer hier. Der nützt uns nichts im Weltraum. Und gut, jetzt brauchen wir den RCS-Fuel-Tank. Den haben wir schon früher mal freigeschaltet, ohne den zu benutzen. Ich gehe hier unter Fuel Tanks schauen und hier gibt es einen Minified Monopropellant Tank. Den schalte ich frei. Das ist ein sehr kleiner Monopropellant Tank. Der hat nochmal 7,5 Einheiten Monopropellant und den wollen wir in zweifacher Symmetrie seitlich ans Schiff bauen. Und dann haben wir nochmal 15 dazu und das sollte uns auf jeden Fall reichen. Ich gehe in die zweifache Symmetrie, baue den hier seitlich an und aktiviere dann das Rotate-Tool noch einmal mit der Taste 3, sodass wir den hier schön versenken können, zur Hälfte in den Tank. Snap-Modus aus, Move-Tool an, dann ziehen wir den noch ein bisschen hier runter, dass der nicht so in unseren Hitzeschild reinragt. In den Decoupler kann er ruhig reinragen. Der ist ja nachher hier, an dem wird ja zusammen mit dem Tank und mit den Monopropellant-Tanks dann abgesprengt. Gut,
Ich denke, das ist die Kapsel. Wir schauen einmal, was unsere Delta V hier sagt. Wir haben 549 Meter pro Sekunde. Das reicht uns für die Annäherung an die zwei Kapseln, die wir anfliegen wollen, auf jeden Fall, und auch für die Rückkehr nach Kerbin. Für das Docking-Manöver selber müssen wir nachher gucken, wie sich das ausgeht, wo wir am Ende uns im Orbit treffen, aber wir brauchen dann ja wahrscheinlich eine dritte Annäherung mit beiden Schiffen. Das können wir dann aber auch verteilen. Ich denke, wir kommen mit den 549 Meter pro Sekunde gut hin. Dann bauen wir unseren Booster hier wieder an, unsere Startstufe, Main Stage und Side Booster. Da sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen knapp mit dem Fuel, deswegen würde ich die einmal umbauen. Ich nehme mal die Aerodynamic Nose Cones ab. Hier ist ein FLT 100 Tank dazwischen. Ich würde gerne, weil wir in der Oberstufe so knapp sind mit dem Treibstoff, so wenig wie möglich Treibstoff aus der Oberstufe verbrauchen. Ich glaube, als wir beim letzten Mal geflogen sind, haben wir doch einen deutlichen Teil noch Schub gegeben aus der Oberstufe. Ich nehme jetzt einfach zur Sicherheit hier einen FLT 400 Tank mit. Obwohl ich glaube, den braucht man nicht. Naja, schauen wir mal. FLT 400 Tanks mit. Dann sollte das hier passen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug für auch die Zirkularisierung. Thrust-to-Weight-Ratio ist auch gut. Ich denke, so können wir fliegen. Wir verbrauchen jetzt 16.000 Credits für diese Mission. Unser Docking-Auftrag bringt uns nicht so viel. Aber dadurch, dass wir das mit einer Rettungsmission verbinden, sind wir auf jeden Fall im grünen Bereich, was das Geld angeht. Gut, wir nennen sie Rescue Rocket 2 und sind bereit zum Start. Den Start und einen großen Teil der Mission überspringen wir jetzt mal. Ich habe die Rescue Rocket 2 zum richtigen Zeitpunkt in den Orbit gebracht, um die beiden Kerbals zu retten. Das haben wir aber in der Folge 13 und 14 schon ausführlich behandelt. Das wollte ich jetzt nicht mehr im Detail zeigen. Danach habe ich die beiden leeren Kapseln terminiert und bin in die Mission Control, weil ich gehofft habe, dass ich zwei neue Rettungsaufträge kriege und mit einem zweiten Schiff wie diesem starten kann, um noch zwei Kerbals zu retten. Das hat nicht geklappt. Die Aufträge sind nicht gekommen. Stattdessen habe ich einen Touristenauftrag angenommen, der besagt, dass ich die beiden Kerbals Haeckel und Mellers jeweils in einen Suborbitalflug und einen Orbitalflug rund um Kerbin bringen soll. Das gibt auch Geld für unser Programm, deswegen habe ich den angenommen. Dann habe ich eine identische Kopie von unserer Rescue Rocket 2 erstellt, unter dem Namen 2B, habe Valentina als Pilot reingesetzt und die beiden Touristen als Crew und bin wiederum zum richtigen Zeitpunkt gestartet für ein Rendezvous mit der Rescue Rocket 2. Die Annäherung habe ich ganz normal geflogen, die AP angehoben, damit zwei Schnittpunkte entstehen, den Intersect 2 so nah wie möglich gemacht und den Bahnwinkel korrigiert. Und jetzt bin ich gerade dabei, eine Annäherung zu fliegen, die uns bis auf circa 50 Meter an das Rescue Rocket 2 Schiff heranbringt, sodass wir uns dem Docking-Manöver widmen können. Wie läuft jetzt also so ein Docking-Vorgang ab? Als allererstes möchte ich euch einmal erklären, wie das jetzt mit dem RCS-System funktioniert, mit dem Reaction Control System. Ich habe vorhin schon von Translations gesprochen, die wir ausführen, und das sind andere Bewegungen als die, die wir bisher gemacht haben. Mit unserer normalen Tastenkombination W, A, S, D, Q und E kann ich das Schiff um eine bestimmte Achse rotieren lassen. Ja, ich kann jeweils eine der Achsen hier auswählen und kann Rotationsbewegungen ausführen. Translations sind Verlagerungen des Schiffs in bestimmte Richtungen. Ich rotiere uns jetzt hier einmal um die Hochachse und dann kann ich das besser zeigen. Für die Translations verändert das Schiff nicht seinen Winkel und seine Lage, sondern es bewegt sich entlang einer Achse. Also zum Beispiel diese Längsachse hier, die kann ich bei den Translations steuern mit den Tasten H für vorwärts und N für rückwärts. Wir sehen das auch gleich, wenn ich das RCS einschalte.
Die Tasten I und K bewegen das Schiff rauf und runter entlang der Hochachse. Ja, also nach oben und nach unten, jeweils immer gesehen von dem Kontrollpunkt der Kommandokapsel, wenn er eingestellt ist. Und die Tasten J und L bewegen dann logischerweise unser Schiff entlang der Querachse, also nach links und rechts. Sind also neue Tastenkombinationen und ich bewege uns jetzt einmal auf das Schiff zu, damit wir das ACS einmal in Aktion sehen. Das ACS aktivieren wir genauso wie bei EVAs an dem Jetpack mit der Taste R. Dann ist das hier eingeschaltet und jetzt kann ich zum Beispiel mit der Taste J eine Translation ausführen. Ihr seht, die RCS-Düsen feuern alle nach rechts, ja, sodass wir uns mit dem Schiff entlang der Querachse nach links bewegen. Das hat die Taste J ausgelöst. Außerdem bewegen wir uns jetzt nochmal nach oben mit der Taste K. Ihr seht, die RCS-Düsen feuern nach unten, also verändert mein Schiff seine Flugrichtung in Richtung oben. Ja. Und das ist also das, was wir an Tasten brauchen, um jetzt während des Dockings unsere Position zu korrigieren, ohne jeweils unseren Winkel zu verändern. Achtet darauf, wenn ihr euren Winkel verändern wollt, dass ihr das RCS vorher ausschaltet, denn das verbraucht unnötig diesen Monopropellant-Treibstoff. Für Rotationen können wir weiterhin die Reaction Wheels nutzen. Dazu müssen wir den RCS-Treibstoff nicht verbrauchen. Was passiert jetzt hier auf unserem Navball? Ihr seht jetzt hier wieder diesen pinken Marker, der uns anzeigt, wo unser Ziel ist. Und ihr seht, dass wir eine Flugrichtung haben, die hier oben hin zeigt. Ja, also das heißt, wir bewegen uns jetzt nach oben an dem Ziel vorbei und wir landen auch, liegen auch leicht rechts vom Ziel. Wenn ich jetzt also auf ein Ziel beim Docking zufliegen möchte, dann müsste ich eigentlich den Prograde-Marker, unsere Flugrichtung, die hier angezeigt wird, deckungsgleich bringen zu dem Target-Marker. Das ist ja dieser pinke hier. Jetzt ist aber gegenüber bei der Rescue Rocket 2 noch das ganze Schiff ausgewählt und ich kann, wenn ich unter 200 Meter bin, auch einen bestimmten Docking-Port als Ziel auswählen. Und das will ich einmal tun. Ich gehe mit der Maus hier oben drüber, mache einen Doppelklick und jetzt ist der Docking-Port als Ziel ausgewählt. Ja. Das ist einmal wichtig, dann kann man nämlich präziser navigieren. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ich ganz praktisch finde und ganz wichtig bei einem Docking-Manöver. Das erste ist, dass ich grundsätzlich immer, wenn ich auf einer äquatorialen Flugbahn bin, ein Schiff Normal ausrichte, so wie hier unsere Rescue Rocket 2 ausgerichtet ist, und das andere Schiff Anti-Normal. Das hat den Vorteil, dass die Schiffe während einer Umrundung nicht die Lage zueinander verändern. Ja, die rotieren dann zwar um ihre Längsachse, die in dem Falle ja jetzt hier von Nord nach Süd zeigt. Das macht aber nichts, wenn wir vorne und hinten einen Dockingport haben, dann sind die nachher nur winklig zueinander versetzt. Das stört nicht groß, aber die beiden Dockingports treffen sich trotzdem. Ich bringe also jetzt unsere 2B hier einmal ohne RCS in die Antinormallage, also zum Himmel Süden. Genau hier auf diesen Kreuzungspunkt der blauen und braunen Hälfte bei 180 Grad. Und jetzt steht sie senkrecht nach unten. Ich kann auch einmal rüberspringen in das andere Schiff und kontrollieren. Ja, tatsächlich, die steht auch genau Richtung Normal. Gehe wieder zurück in die 2B. So, und jetzt gibt es den zweiten Tipp. Der zweite Tipp ist, dass ich den Kameramodus verändere, sodass wir im Kameramodus locked sind. Der hat den Vorteil, dass bei jeder Bewegung des Schiffes die Kamera mitschwenkt, sodass die Kamera relativ zu unserem Schiff immer gleich bleibt. Das ist beim Docking mega praktisch. Denn dann muss ich nicht immer auch noch mit der Maus irgendwie gucken, in welche Richtung muss ich denn jetzt drehen und wie kriege ich denn jetzt einen guten Winkel, wo ich sehen kann, was los ist. Ich zeige das auch einmal. Ich gehe jetzt einmal mit der Taste S wieder aus der Anti-Normal-Richtung raus und ihr seht, das Schiff bleibt auf dem Bildschirm immer in der gleichen Lage und was sich verändert, ist der Hintergrund.
Ja. Das ist dieser Kameramodus Locked, den wir fürs Docking benutzen sollten. So, bevor wir jetzt hier in den Nachtschatten eintreten und nichts mehr sehen, möchte ich uns einmal rüber warpen auf die andere Seite, auch wenn wir jetzt eigentlich schon eine ziemlich gute Annäherung haben, aber im Dunkeln sieht man nichts und das ist für das Video nicht hilfreich. Also warpen wir uns einmal hier rum und setzen bei Tageslicht neu an. Jetzt schauen wir mal, wo unsere Schiffe sind. 94 Meter. Okay. Dann richten wir zunächst mal unser Schiff wieder auf unser Ziel aus, indem ich jetzt hier einmal nach rechts rotiere ohne ACS und dann mit der Nase nach unten auf unser Ziel gehe. Und jetzt können wir im Grunde genommen auch mit dem Haupttriebwerk Schub geben, einmal kurz. Und dann sehen wir, dass dieser Prograde-Marker hier hochkommt. Wir bewegen uns mit 0,6 Meter pro Sekunde jetzt auf unser Ziel zu. Und das zum Beispiel, das können wir jetzt auch schön korrigieren mit dem RCS. Da kann ich das nochmal zeigen. Ich aktiviere das RCS. Wir wollen jetzt den Prograde-Marker nach oben bringen auf unser Ziel. Also drücke ich die Taste K und gebe ein bisschen Schub nach oben. Muss mehr geben, so dass dieser Prograde-Marker sich deckt oder sogar drüber liegt. Denn auch hier gilt wieder das Prinzip der gedachten Linie. Die Nase unseres Schiffes in der Mitte der Libelle, die zeigt an, auf was wir ausgerichtet sind. Der Target-Marker zeigt uns an, wo das Ziel liegt. Und der Prograde-Marker zeigt uns an, in welche Richtung wir uns bewegen. Und wenn alles drei in Deckung ist, dann sind wir auch genau zentriert mit unserer Nase in Richtung des Ziels unterwegs, das wir hier anpeilen. Da wir hier von rechts jetzt quasi docken wollen, bewege ich uns tatsächlich auch einmal mit der Taste L nach rechts rüber. Denn es nützt uns jetzt relativ wenig, wenn wir in einem 90-Grad-Winkel hier von der Seite versuchen, an diesen Dockingport ranzufliegen, sondern wir müssen ja wirklich versuchen, von da anzufliegen. Also weicht jetzt unsere Flugrichtung, obwohl ich die Lage des Schiffes nicht verändert habe, hier rechts von dem Zielmarker, sodass sich der Zielmarker jetzt nach links entfernt, bis wir dann in einer Position sind, wo wir hier rechts von dem anderen Schiff liegen, von der Rescue Rocket 2. Die 0,6 Meter pro Sekunde, die wir jetzt im Augenblick noch an Fahrt haben, bringen uns jetzt in Richtung des Ziels. Auch hier gilt jetzt wieder, ich habe eine Annäherung, aber das können wir hier in dem Fall vergessen. Das sagt uns nichts aus. Wir müssen jetzt einfach uns gedulden, bis wir dahin gerutscht sind. Und dann den Schub rausnehmen. Ich lasse das Schiff in dieser Lage und dann kann ich mit der Taste N unsere Fahrt auf diesen Prograde-Marker zu verringern, weil ich ja Schub nach vorne gebe, also dadurch langsamer werde mit der Taste N. Ihr seht, das funktioniert. Wir nähern uns dann langsamer an. Ich bringe auch jetzt unseren Prograde-Marker mit J wieder in eine Richtung auf das Ziel zu. Wir sind weit genug weg. Dann mache ich das RCS einmal aus und bewege uns wieder auf den Himmelssüden. Richte uns also Richtung 180 Grad und genau auf den Schnittpunkt mit der Horizontlinie aus. Und jetzt sehen wir, da kommt das andere Schiff direkt vor unseren Bug. Das Kapselfenster liegt dort. Ich versuche mal ohne RCS uns zu rotieren mit Q, damit unser Kapselfenster und das Kapselfenster des anderen Schiffes wirklich eine Linie bilden. Ja, das war ein bisschen zu weit. So, und jetzt sehen wir schon, wir bewegen uns nach rechts unten von unserem Ziel weg. Das heißt, wir müssen nach oben und nach links die Bewegung stoppen mit K und J.
Da kommt unser Prograde-Marker wieder in den NavBall und wenn wir jetzt dahin wollen, dann müssen wir den Prograde-Marker in der gedachten Linie quasi noch weiter nach links und oben von unserem Ziel setzen. Jetzt verschwindet er, weil wir keine Vorwärtsbewegung mehr auf das Ziel zu haben. Das ist auch ganz gut. Ich gebe mal einmal ein bisschen Rückwärtsschub mit N, damit wir uns da nicht näher ran bewegen, denn wir sind ja relativ nah dran schon. Und dann drehe ich die Kamera wieder und jetzt müssen wir gucken, dass wir mit der Nase nach oben kommen, durch K und durch J weiter nach links. Da seht ihr unseren Prograde-Marker wieder. Der müsste eigentlich noch höher. Also ich muss jetzt hier versuchen, den wirklich, wenn ich ihn in Deckung bringe, sind wir genau zu dem Zeitpunkt da, wo wir hinwollen. Das ist mir aber zu nah. Jetzt müssen wir die Aufwärtsbewegung wieder stoppen und auch die Bewegung nach links stoppen, also indem wir nach unten mit I und nach rechts mit L Schub geben. So, und ihr seht, wir tasten uns jetzt hier an diesen Zielmarker ran, sodass wir den genau mittig vor unsere Nase kriegen. Wir sind nach Himmelssüd genau ausgerichtet, das andere Schiff nach Himmelsnord. Und wenn jetzt der Zielmarker genau im Mittelpunkt unserer Libelle landet, dann sind wir eigentlich auch richtig auf Kurs. Wir entfernen uns jetzt, das ist auch gut. Ich nehme den Rückwärtsschub jetzt wieder raus, indem ich Vorwärtsschub gebe mit H. So lange, bis ich hier einen Prograde-Marker bekomme. Da kommt er. Und jetzt richte ich den Prograde-Marker rechts unterhalb aus, um eben einfach auf der gedachten Linie mich auf diesen Zielmarker zu bewegen. Und die Regel ist, je weiter entfernt der Prograde-Marker von dem Zielmarker ist, umso schneller ist meine Richtungsveränderung. Ja. Ihr seht jetzt, der Zielmarker kommt jetzt ganz langsam hier auf in die Mitte. Wir sind 5,80 Meter entfernt. Und sobald der hier in der Mitte in Deckung ist mit der Mitte von meiner Libelle, dann bringe ich den Prograde-Marker auch zurück in die Mitte. So genau wie möglich, damit meine gesamte Bewegung jetzt auf das Ziel zu ist. Und jetzt brauchen wir im Grunde genommen einfach nur noch zuzugucken. 0,1 Meter pro Sekunde ist eine tolle Annäherungsgeschwindigkeit. Ihr seht, das geht jetzt ganz langsam und wir haben den Zielmarker genau vor der Nase und den Prograde-Marker genau in der Mitte vom Zielmarker, sodass wir hier komplett gerade auf unser Ziel zufliegen. Und dann rasten die magnetischen Docking-Klammern ein und die beiden Schiffe sind miteinander verkoppelt. Auch hier wieder. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr das bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr ein sauberes Docking-Manöver absolviert. Und das werden wir in Zukunft in unserer Karriere noch oft brauchen, denn ich denke, dass wir uns jetzt bald daran machen, unsere erste Raumstation zu starten. Ich hoffe, das war hilfreich. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Ich wünsche euch wie immer. Fliegt vorsichtig, macht ein paar vorsichtige Docking-Manöver mit sanfter Annäherung und habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.